Welcome to the assembly video of the Geisterstadion clone. If you don't understand German, just let the pictures speak for themselves. Und jetzt haben wir die einmalige Chance, den Aufbau der Geisterstadt mitzuerleben. Man lebt das irgendwie so, ne? Also mit der Geisterbahn. Ja, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Geisterbahn, da muss man auch, ne? Weil der Geisterbahn kann nur gut sein, wenn man voll dahinter steht. Das ist so meine Aussage, sage ich mal dazu, ne? Geisterbahn, wenn du da keinen Bock drauf hast, weil es im Gegensatz zu anderen Karussells oder anderen Fahrgeschäften oder anderen Geschäften auf der Kirmes, ja, mehr Arbeit in dem Sinne ist, alleine durch das Innenleben. Ne? Alleine was innen, wir hängen über 50 Planen auf, wir hängen Dekonetze auf, wir hängen Deko rein. Alleine das, um das alles zu machen, da sind andere schon längst fertig. Ne? Aber das macht es halt aus. Ne? Dadurch ist es halt eine gute Geisterbahn. Also so mehr dabei kommt und so mehr muss man auch aufbauen. Ne? Ja, das ist, ob das jetzt unbedingt zum Vorteil ist, wir machen immer wieder was dabei. Wir hängen da noch was auf, hier gibt es noch eine neue Figur, es kommen jetzt schon wieder eine oder zwei dazu. Zwei gehen raus, ein paar da mehr, also weniger wird es nicht, es wird eigentlich immer mehr. Wir haben ja auf dem Frühlingsvolksfest in Köln die neuen Figuren begrüßen dürfen. Ja, wir hoffen es natürlich, ne? Das hatte ich ja schon mal im anderen Interview gesagt, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir die anderen Figuren hier noch reinkriegen. Wir warten aber aktuell noch auf ein paar Teile. Also wir warten noch auf Parallels und so, die zur Umrüstung auch da sind. Zwischendurch geht es ja noch nach Mannheim für die andere Truppe zum Aufbauen. Da fängt ja dann die Mai-Messe an. Deswegen, jetzt müssen wir erstmal das erste Wochenende hier umkriegen. Dann wird aufgebaut in Mannheim und danach wollen wir hoffen, dass wir dann die Figuren hier reinkriegen. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, würde ich sagen, oder? Also ich bin da schon richtig heiß drauf. Ja, ich hoffe nicht nur du, ne? Ich denke alle. Ja. Aber ich muss sagen, sie sind auch echt gut. Also ich habe sie jetzt in der Halle ja schon einmal Probe laufen lassen. Ist schon ganz nett. Es gibt da so eine Gruselmesse, ne? Wie heißt das nochmal? Ja, es gibt in Amerika so eine Messe, ne? Ist ja. Diese Transworld Show. War der da schon mal gewesen? Ja, klar. Das war unser. Da sind wir damals hingeflogen, ne, um es überhaupt erstmal in der Materie, sag ich mal, Amerika und so ein bisschen auszukennen. Und da muss man richtig cool sein, ne? Ja, ist auf jeden Fall, ne? Lernst viel dazu. Es gibt immer noch was Neues, ne? Eigentlich müsste man regelmäßig hin, aber das Problem ist, dass das vom Datum immer so doof ist. Jetzt zum Beispiel war es genau mit dem Aufbau in Münster. Na, eigentlich, das muss halt auch passen, ne? Ist das eigentlich so, dass von Stadt zu Stadt die Geisterbahn verschieden angenommen wird? Oder immer gleich? Ne, es gibt natürlich Städte, wo, sage ich mal, mehr auf Geisterbahn stehen. Und es gibt auch Städte, wo es, sage ich mal, weniger ist. Aber grundsätzlich ist die Geisterbahn ja ein Klassiker, der eigentlich überall gut angenommen wird. Es ist ja auch so, wenn die Leute da einmal reingehen, also es geht jetzt um die Mundpropaganda, dann machen die ja meistens auch dann positive Werbung, dass sie sagen, hey, da musst du mal rein, das ist voll der Knaller. Ja, richtig, das haben wir bei uns, ist das Gute, dass dadurch, dass die Geisterbahn natürlich gut ist, spricht sich das in der Stadt relativ schnell rum. Gerade heutzutage durch die sozialen Netzwerke, Facebook oder wie auch immer, da geht das relativ schnell, dass sich dann relativ sehr schnell rumgesprochen hat, dass die Geisterbahn, die gerade da ist, gut ist und dann kommen auch die Besucher. Was hältst du eigentlich davon, dass manche Leute so übertreiben, dass sie sagen, hey, da würde ich nie reingehen und so, bla bla und so. Es gibt ja so welche, obwohl die da reingehen und das super finden, aber dann so Mist am Internet schreiben. Ja, meistens sind das ja dann die, die sich eigentlich in der Geisterbahn die ganze Zeit erschrocken haben und die Augen zu hatten, die aber dann hinterher rauskommen und sagen, es war nicht gut, um es dann zu verstecken. Ne? Also im Prinzip sind das die größten Angsthasen, die hinterher dann die große Fresse haben. Aber das Gute ist ja, wir haben eine Fotoanlage und dann kann man schön auf den Bildern sehen, wenn man sich mal am Ausgang stellt, wer sich in der Chaise, in der Gondel versteckt hat und wer nicht. Na, ich weiß auch noch beim letzten Video, da sind auch so welche so Jugendliche durchgefahren, Augen zu, ne? Die Hände davor. Ja, stimmt.
Na, das gibt's auch. Thank you.
ich habe mir nicht vorgestellt, dass das so eine mega Arbeit ist. Ja, Geisterbahn ist immer Arbeit. Man ist auch nie fertig eigentlich, ne? Geht der morgen früh schon wieder los. Also innen drin wahrscheinlich. Ja, Nacharbeiten, Schläuche, Kabel und Lichteffekte, Sounds, alles durchprüfen, gucken, ob alles funktioniert. Geisterbahn ist halt endlos. Wahrscheinlich auch noch während der Spielzeit. Jeden Morgen, immer. Wartung, Reparaturen, alles Mögliche. Das soll ja immer alles funktionieren, ne? Publikum muss immer eine fertige Geisterbahn haben, das ist ganz wichtig. Also im Prinzip hat das Publikum die Illusion, dass alles bunt und lustig ist. Ja, ja, klar, meistens. Ne? Die Arbeit sieht kein Mensch. Ne? Die sehen dann nur den Fahrpreis an der Kasse, wenn die kommen. Was dahinter steckt, sieht kein Mensch. Ja, aus diesem Grund bin ich ja mal hier hingekommen, um den Leuten das mal ein bisschen näher zu bringen, ne? Was das für eine Arbeit ist hier. Ja, das ist doch gut so. Finde ich gut. Machen wir weiter, ein bisschen haben wir noch. Also ich finde das, also mir ist mal was aufgefallen an der Geisterbahn. Da gibt es eigentlich nichts Hässliches. Oh, danke. Kompliment. Ja, ist ja wie mein Kind, ne? Also ich sehe ja auch einiges und das hat irgendwie alles Hand und Fuß hier bei eurer Bahn. Ist mir aufgefallen. So soll es sein, ne? Mein Name ist Hermann Fellhoff Junior, der älteste Sohn der Schaustellerfamilie Hermann Fellhoff und Söhne aus Düsseldorf. Ja, und jetzt momentan hier in Köln-Deutz beim Aufbau. Hermann, wie alt bist du eigentlich? 25. Und macht dir das richtig Spaß so? Ja, muss ja, ne? Also, sonst kannst du das nicht machen. Ey, muss schon Spaß machen. Geisterbahn muss ja schon liegen, ne? Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen mit den Geisterbahnen? Ja, das hatten wir schon immer in der Familie, ne? Also Geisterbahn und auch große Belustigungsanlagen hatte ja schon mein Uropa damals, ne? Schon Jahre her. Und deswegen, ne? Das war immer so ein bisschen in der Familie. Und dann
sind wir dann wieder zurück quasi, ne? Wie wir dann älter wurden, mein Bruder und ich, kam das dann wieder zum Ursprung zurück. Waren die Geisterbahnen früher auch schon so spektakulär? Natürlich nicht. Wir haben mit der Geisterstadt natürlich schon neue Maßstäbe gesetzt. Das war auch unser Hintergrund damals, als wir angefangen haben, irgendwas zu bieten, was es so noch nicht gab an Geisterbahn, vom Innenleben gerade her. Ne? Und das war auch dann unser Ziel auf jeden Fall. Ne? Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, so spektakuläre Figuren da reinzubauen? Ja, habe ich ja gerade. Wenn du was Neues machen willst, was anders machen willst wie andere, dann musst du irgendwas anders machen. Und da war der erste Schritt, neue Figuren zu kaufen. Und dafür sind wir ja dann nach Amerika, habe ich ja mal erzählt, und haben da halt, waren damit so ziemlich die Ersten und haben dann die ganzen Figuren dann hier rüber geholt, haben sie hier umgebaut. Und ja, deswegen, ne? Und ihr fahrt extra nach USA, um die da einzukaufen? Ja, ne, jetzt brauche ich das natürlich nicht immer, ne? Also jetzt zum Beispiel war ich nicht da. Jetzt haben wir auch wieder vier neue gekriegt, die gerade erst angekommen sind. Aber jetzt mache ich das alles über Telefon bzw. Internet, ne? Also E-Mail. Er schickt mir Bilder, ich sage, was wir wollen, der zeigt mir die Köpfe, die er hat. Beziehungsweise wir sagen, was wir wollen, dann zeigt er mir, was er machen kann und dann da werden wir uns dann einig. Du bist Jakob Fellau. Ja. Du hast schon Helm auf und übst ein bisschen. Ja, lange schon, also sehr oft. Und bist du froh, wenn du so richtig anfangen kannst oder genießt du noch die Kindheit? Eigentlich bin ich froh, wenn ich jetzt anfangen kann. Also die Bahn ist schon was Besonderes? Ja. Also ich habe sowas auch in Deutschland noch nicht gesehen, also eine Geisterbahn mit solchen Figuren. Ja, ich tatsächlich auch noch nicht. Also da waren wir relativ die Ersten auch mit hier in Deutschland. Denkst du eigentlich, dass andere das irgendwann mal nachmachen werden? Ja, auf jeden Fall. Aber ihr wart die Ersten? Das mit, ja. Auch. So, dann gucken wir noch ein bisschen hier beim Aufbau zu. Ja, können wir. So, hier sehen wir Hermann und Hermann. Genau. Da geht das im größten Teil alles mit dem Kran. Ja gut, wir haben ja, hast ja gesehen, viele Sachen auch, die mit der Hand sind. Ne? Gerade hier unten die ganzen Bilder. Ne? Das Ganze. Und dann muss ja auch alle Pfosten und das alles hierher. Ne? Aufstellen und so ist dann alles mit dem Kran oder oben einbauen. Und jetzt die großen Bilder hier, die obere Fassade. Aber der Rest ist schon viel Handarbeit. Das ist auch das, was hier dran dann so schwer ist, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, ne? Weil hier doch relativ viel noch mit der Hand ist. Ne? Komplette Schiene muss reingelegt werden, alle Figuren, sämtliche Kabel und so, weil ja hier kein Mittelbaugeschäft ist. Ne? Wir machen ja alles vom Grund her neu. Ne? Wir fangen ja immer wieder bei Null an. War das eigentlich früher immer so, dass alles von Grund auf in Einzelteilen aufgebaut worden ist, ohne Mittelbau? Ja. Ne, also ganz früher war das auf jeden Fall so, auch die Autoscooter und so, die waren ja immer, früher wurde die Sohle gelegt, dann kam die Fahrbahn und die Fußboden drauf und dann wurde alles, früher die 6-Säuler, 8-Säuler, ganz früher waren es ja die Pfosten-Autoscooter, so wie der in der Jahrhunderthalle steht, kennst du ja auch, ne, das war halt so, ne? Und dann irgendwann fing das ja an mit Mittelbauwagen, ne? Und bei der Größe von Geisterbahn kannst du gar nicht viel mit Mittelbau machen und das Besondere an unserer Bahn ist ja diese offene Mitte mit der Abfahrt, dass man das, ne, sieht und so, das kriegst du ja mit Mittelbau eh nicht hin. Ja, weil Mittelbau wäre ja dann jetzt hier irgendwo eine Kante drin. Ja, deswegen. Wie lange dauert eigentlich der Aufbau in der Regel? In der Regel bauen wir so 2 Tage das Grobe, 1 Tag das Grundgerüst, 1 Tag die Fassade und dann machen wir nochmal 1 Tag wird dann Innenleben, also innen drin alles angeklemmt, alles geguckt, das Ort und dann Birnen wechseln und so. Also in der Regel immer so 2-3 Tage, die brauchen wir schon. Denke man wird nie fertig mit so einer Geisterbahn. Ja, Geisterbahn ist immer so eine ewige Sache, ne? Weil vor allem, wenn man dann fertig ist, dann kommen noch sämtliche Sachen, die Figuren, weil, ne, da kann auch sein, dass dann was nicht geht oder so, weil ja die ganzen Luftzylinder und so, da muss nur so eine kleine Verschraubung mal abbrechen oder irgendwas, dann geht der Zylinder nicht mehr, das muss dann auch noch alles wieder gemacht werden, ne? Woher kriegt ihr eigentlich die ganzen Talente? Ihr müsst ja alles können, ne? LKW fahren, Schweißarbeiten und ich will jetzt nicht alles aufzählen, also unendlich viel. Das ist ja noch den ganzen Tag. Nee, Quatsch, aber das stimmt schon. Man muss schon vieles können. Ne? Vieles lernt man von klein auf an, wird da so beigebracht, ne? Siehst du ja selber,
direkt, nächstes auch direkt mit da am Start. Und dadurch, dann lernst du so, ne? Vom Gucken lernst du viel, ne? Wenn du aufpasst und siehst du die Handgriffe und der Rest musst du dir dann beibringen, ne? Wie ist das eigentlich mit dem Kran hier? Wie wird das eigentlich gesteuert hier? Ja, wir haben 3 Joysticks, hast ja schon 100-mal drauf gefilmt. Und dann haben wir die verschiedenen Bewegungen, ne? Also links, rechts, hoch, runter, das ist für das Seil, hoch, runter, Notaus, das ist für den Motor. Hier geht's rein und raus, der Schub. Und das wird mit Funk verbunden. Genau, ne? Das ist eine Funkfernbedienung. Weil sonst müsste ich die ganze Zeit am LKW stehen und dann könnte ich ja nicht sehen, wo was ist. Ne? Ist das wie so eine Steuerung auch beim ferngesteuerten Flugzeug? Ja, ähnlich, ne? Mhm. Oder PlayStation, hier so ein Funkcontroller. Mhm. Also wer PlayStation spielen gut kann, ne? Der kann dann als nächstes Kran fahren. Die Figuren, ne? Die im Außenbereich sind, ne? Wer erfindet die eigentlich? Ja, keine Ahnung. Teil ist noch original, ne? Und der Rest wird dann so dazu. Wir haben auch außen 1, 2, die aus Amerika kommen. Dann haben wir hier unten die Grabkammer, das sind deutsche Figuren, die Hofmann-Figuren aus Coburg. Hier in der Mitte die Figur, die sprechende, der Kutscher, der ist von der Firma Hippel. Also der Affe, der drüben auch sprechen kann, der ist auch von der Firma Hofmann. Bei der Firma Hofmann war ich schon mal gewesen. Ja. Und zwar auf der Messe. Ja. Da habe ich auch so eine Reportage gemacht und das ist ja wirklich höchst interessant, was die da auch leisten. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Firma auch. Ich bin auch sehr zufrieden mit den 2 Figuren. Ja, ja und dann, da ist das auch wieder, ne? Das gleiche wie bei den anderen Figuren. Du fährst da hin, sagst, was du haben willst. Ne? Also im Zweifelsfall kannst du dir auch einen Kirmes Markus bauen lassen, ne? Der sich bewegt. Du musst du nur sparen. Auch nicht so einfach, ne, mit dem Kran? Nee. Ja, man muss ja ganz genau oben hinfahren, wo die Haken sind. Man muss mit oben Rücksprache halten. Ne? Deswegen muss man schon aufpassen. Und die Teile, die wurden alle vorbereitet, dass da so eine Öse gibt, wo man das Dreck einhängen kann? Ja, ja, logisch. Ne? Wenn ich jedes Mal anfangen würde, da was drum zu wickeln, also ein Seil einzuhängen oder so, das würde ja zu lange dauern. Ne? Wir haben die Sachen alle Ösen oder schon feste Hebeseile, um das dann zu erleichtern. Ne? Wie wird das eigentlich verbunden? Ja, oben sind Haken, ne? Siehst du, wenn du da hochfilmst, ja. Und Haken und unten auch. Dann kommen so 6 Haken eingehangen, ne? Und dann wird es nochmal verbolzt. Wie lange bist du denn jetzt dabei? Hier 5 Jahre. Ja. Also du weißt auch schon, wo es lang geht? Ja, das auf jeden Fall. Und macht Spaß? Der Beruf ist ein Leben, ne? Also ich denke schon, dass das Spaß macht, sonst würde man das ja nicht machen, ne? Hast du dir genau ausgesucht, wo du arbeitest oder wäre dir das egal gewesen oder bist du auch ein bisschen stolz darauf, bei so einer coolen Geisterbahn zu sein? Ja, dazu gekommen bin ich vor 5 Jahren genau hier. Es waren herzliche Menschen und ich fand Kirmes immer schon cool. Ja. Und ist das auch was Besonderes für dich hier, die Geisterstadt? Ja, also einer mit der. Das ist die beste Geisterbahn in Deutschland. Also es gibt nirgendwo, wo so viel Action ist wie hier. Ist man da auch ein bisschen stolz, wenn man daran teilhaben kann? Ja, auf jeden Fall. Und wie ist denn dein Arbeitstag? Wie lange bist du da unterwegs? In der Regel 8 bis 9 Stunden. Ja. Aber dann bist du richtig kaputt. Ja, ist ein anstrengender Job. Aber man weiß am Ende des Tages, was man getan hat. Also ist im Prinzip auch nicht für jeden. Ne? Da muss das schon irgendwie... Im Gefühl muss man das schon haben. Ja. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Ja, danke. Ja. Ist das hier die Steuerzentrale? Hier ist absolute Steuerzentrale. Und jetzt? Da braucht bestimmt viel Strom, oder? Ja, da sagst du was. Guck mal, ob das Auto vorne aufgeht, bitte. Müsste jetzt. Ja. Hier, von hier aus gehen eigentlich an. Nein. Moment noch. Warte. Komm jetzt. Hier kommen alle Kabel an. Also Hauptstrom und so ist der Trafo für die, also der Gleichrichter für die Schiene. Hier kommen dann gleich noch mehr Kabel rein. Das ist nur das, was jetzt schon steht. Hier haben wir das Wechsellichtgerät für oben. Hier kann man den Fahrstrom, also für den Trafo, die Fahrspannung sehen, die Anzeige, die verschiedenen Fahrstufen. Das sind alles die Schalter, da sind die anderen Schalter. Hier ist der Zähler, ne, wo man alles sieht.
Hier unten, das ist der Hauptkabel, der ankommt, ne? Unser Hauptstromanschluss. Hier gehen die ganzen Zaun für außen hin. Das ist das ganze Zaunsystem von außen. Das hier ist die Steuerung für die neue Grabkammer. Ja, so hat alles seine Funktion hier. Und da habt ihr noch einen Überblick? Ich habe den Überblick, auf jeden Fall. Das ist eigentlich schwierig für Außenstehende, wenn die das lernen wollen? Ja, ist natürlich immer so, ne? Man muss ein bisschen das technische Verständnis haben. Ja, das musst du schon so mitbringen, sag ich mal, Grundvoraussetzung, dass du, sag ich mal, handwerklich, also technisch, zumindest mitdenkst, ne? Weil eigentlich ist es muss man sich vorstellen, wie ein riesengroßes Puzzle. Ne? Das ist nichts anderes, ne? Weil jedes Teil hat seinen genauen Platz, wo was hinkommt. Ne? Hier jede Stange, jede Verbindung kommt irgendwo hin und hier überall muss ein Bolzen durch. Im Endeffekt ist es, und jede Stange passt doch nur an die Stelle. Ne? Du kannst nicht sagen, ich tue die Stange ein weiter nach links, dann passt es nicht mehr. Ne? Muss jedes Teil genau dahin, wo es hingehört, und dann geht das Puzzle auch auf. Ist das irgendwie nummeriert? Ja, logisch. Ne? Wir haben auch Nummern drauf. Das ist ja hier zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt der Bock 3 rechts, also R3 ist jetzt rechts, Mitte links. Und immer so weiter. Ne? So sind, jedes Teil hat hier seine Nummer. Im Endeffekt. Siehst du hier auch, ne? So haben wir auch die Kabel. Ne? Die Steckdosen haben auch ihre Nummer. Ne? Hier ist die Steckdose und dann ist hier dann die passende, hier unten AS1, dann hast du hier die passende Sicherung. Ne? Gibt es da eigentlich auch ein Buch für, wo man das noch nachlesen kann, wie das funktioniert? Es gibt ja das Baubuch, ne? Also es gibt ein Baubuch, wo ja dann die technischen Zeichnungen so drin sind. Aber sowas, wo jetzt welcher Kabel ist, dafür gibt es nichts. Ne? Also als Schausteller muss man Elektriker, Monteur und so weiter sein. LKW-Fahrer, Kranfahrer, alles. Was ist das eigentlich hier unten? Das ist der Antrieb für die große Mühle. Also der Wahnsinn, finde ich, dass man in kürzester Zeit das alles so zusammenbauen kann. Ja, muss ja, ne? Wir müssen ja schnell von Platz zu Platz sein, ne? Muss ja genau durchdacht sein dann alles. Ja, das auch. Hat der Kopf einen Namen? Nee. Hier mit Markus. Markus ab jetzt. Also liebe Leute, ab sofort bin ich verewigt. Ja, der Kopf an der Mühle heißt ab sofort Markus. Es ist eigentlich manchmal schwer, sich zu konzentrieren und den ganzen Stress auszuhalten. Ja, jein, in Anführungsstrichen nicht, aber du hast natürlich schon Momente, ne, weil du ja überall am Gucken, weil man überall am Gucken ist. Ne? Ist das mehr so ein positiver Stress? Das heißt so nicht so ein nervender Stress, sondern mehr so einer, so ich will das jetzt schaffen. Nee, eigentlich, also ist schon beim Auf- und Abbau, da hast du schon Stress, sag ich mal, klappt alles, geht da alles. Du bist da hinten eigentlich am Arbeiten, guckst aber trotzdem hier rechts, was machen die Leute da, was machen die da. Ja, ob das auch alles, ob das läuft. Du musst halt überall ein Auge haben, überall hingucken, überall mitgucken, obwohl du gar nicht da, ja, gerade in dem Moment, sag ich mal, am Arbeiten bist. Ihr müsst auch immer cool bleiben, egal was ist, oder? Das sowieso. Ne? Geht nicht, gibt nicht, geht nicht, gibt's nicht, sagt mein Vater immer. Ne? Irgendeine Lösung gibt's immer. Auch wenn irgendwas mal nicht passt oder so. Und auch als Mitarbeiter braucht man auch ein dickes Fell und darf nicht alles persönlich nehmen. Ja, das auch. Ne? Aber das ist ja... Das heißt, in dem Moment, manchmal, wenn Stress ist, wird das ein bisschen hektisch und danach ist alles wieder gut, ne? Oder so eine Art, ne? Ja, so ungefähr, ne? Man weiß es ja selber auch. Wenn du in dem Moment, wenn du dann im Zeitdruck bist oder wenn es lauter wird, stressiger, ne? Aber eigentlich passt das schon. Haben eigentlich die Figuren Namen bei euch? Ne, außer der Kopf oben, der heißt jetzt Markus. Also in der Bahn, die Figuren haben ja Namen? Ja, unterschiedlich, ne? So wie der Doktor, ne? Der kommt auch im Tonband vor.
Dr. Schlitzer, aber so mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger eigentlich nicht. So, du kannst mir jetzt nochmal die Steuerung hier erklären. Ja, natürlich, ne? Also hier hast du deinen Steuerpult. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Wenn jetzt drinnen der Strom ausfällt, dann siehst du das hier, auf welchem Bereich das ausgefallen ist. Hier haben wir einmal eine Strecke aufgezeichnet. Das heißt, ich sehe jetzt hier, okay, wenn die Lampe 1 löscht, ich habe hier einen Kurzschluss. Ja, ansonsten hast du hier einmal abfahren, geht es hier vorne los, beifahren, da kommen die Schäden bei, oder einmal von hinten beifahren, ne? Und hier noch der besondere Gruseleffekt mit der Luftdüse. Ach so, das ist dann extra für die Luftdüse da unten rechts. Wenn da die Person stehen, kannst du hier drauf drücken, dann kommt da so ein bisschen Luft raus. Das ist ein ganz lustiger Effekt. Das kann ich mir vorstellen. Und hier so die Strecke aufgezeichnet? Genau, hier ist die Strecke aufgezeichnet und hier siehst du dann, wo ein Kurzschluss ist. Also wenn jetzt hier die Lampe 2 leuchtet, weißt du, okay, im Bereich 2, das heißt hier alles, muss ich gucken, wo da ein Schäse steht, wo ein Kurzschluss ist. Aber wie erkennt das System, dass da ein Kurzschluss ist? Fliegt die Sicherung, mehr oder weniger. Ach so, okay. Da geht eine Glasfasersicherung, die, hier so eine alte Keramiksicherung, mhm. Die brennt dann durch und dadurch weiß das Pult, dass da die Störung ist. Was machst du eigentlich genau jetzt? Ich klemme gerade den Kontakt an für die Kamera. Also praktisch die Fotos, die Leute erhalten können nach der Fahrt. Ne? Und dafür muss ja auch wieder ein Kontakt in die Gondel kommen. Man muss die Kamera ein Foto machen. Und den schraube ich gerade an. Warum ist das der beste Platz dafür? Ja, bei uns ist er wieder mal eine Besonderheit. Wir haben ja nicht nur ein Foto, wir haben zwei Fotos. Und dadurch machen wir eins hier draußen, direkt wenn es hier oben rausgeht. Und dann nochmal eins in der Bahn. So haben wir so eine Art Vorher-Nachher-Bild. Und die Leute haben einmal die Möglichkeit, ein buntes Bild. Mit bunten Hintergrund, meistens sogar noch, was einer von den Live-Akteuren hinten auf dem Foto geht. Und dann einmal die Variante drinnen, wo sie dann wirklich richtig Angst haben. Da haben wir zwei verschiedene Bilder, weil manche Leute stehen ja nicht zu ihrer Angst und kaufen dann das Bild nicht. Und so haben wir die Möglichkeit, dass wir trotzdem ein Bild haben. Das heißt, die Leute können sich das aussuchen? Die Leute haben zwei verschiedene zur Wahl. Es gibt aber auch viele, die kaufen beide zusammen. Ja, ich hoffe, dass das so einen kleinen Einblick gibt in unsere Welt, ne? Was alles dahinter steckt. Das ist nicht immer nur einfach nur Geisterbahn fahren. Schön, es steckt noch eine Menge Arbeit hinter. Wir haben eine Menge Personal. Wir haben allgemein viele Kosten, wie Transportkosten. Wir sind mit drei große LKWs am Geschäft unterwegs. Und dazu kommt dann noch Lohn, Personalwagen. Also wir haben fünf Transporte große. Dazu kommt noch der Anhänger, der kleine, für die Fotokasse. Ja. Dann haben wir das ganze Personal, dazu kommt ja dann Berufsgenossenschaft, AOK, Versicherung, wie das halt so ist, oder wie das auch bei jedem anderen Betrieb ist. Aber die Kosten steigen halt immer weiter und ich denke mal, dass das trotzdem so ein Einblick ist, um mal zu sehen, was da alles hintersteht. Ne? Ladies and gentlemen, that was the assembly of the Geisterstart here in Cologne. Thank you for watching Marquiamos Marcus on YouTube and do tune in again, please. So, wir sind bald beim Finale, würde ich sagen, oder? Ja. Ziel gerade, ne? Ist hier so mit mehr oder weniger so das Letzte. Die Schäden kommen rein. Bevor es dann losgeht mit Putzen, Birnen wechseln. Wie funktioniert das? Der hat die Kontaktsicherung da vorne rausgenommen für den Transport. Jetzt wird die langsam reingeschoben und jetzt kann er mit dem Schalter Strom zugeben. Fährt die Schäse normalerweise nicht mehr weg. Fährt die Schäse normalerweise.
Ja, liebe Kirmes- und Freizeitparkfreunde, das war der Aufbau der Geisterstadt. Und ich sage tschö! Ladies and gentlemen, that was the assembly of the Geisterstadt here in Cologne. Thank you for looking in on Kirmes Markus' YouTube page and we hope to see you again.